Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill und Entschuldigung, dass die Parts im Moment so unregelmäßig kamen, also zumindest der letzte Part bis jetzt. Und ja, das liegt daran, hatte ich bei Facebook auch schon gepostet, dass meine Dateien total defekt waren und ich nehme ja zum ersten Mal dieses Gerät über die PS3 auf und ich weiß nicht halt, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall war das Bild total blöd und ich habe jetzt auch immer mal so ein Auge auf dem Monitor und verfolge das, damit das nicht wieder passiert, aber kann halt für nichts garantieren und weiß halt nicht genau, woher dieses Problem eigentlich kam. Auf jeden Fall war der Bildaufbau total gestört und dadurch war das alles kaputt. Ja, wir sind hier im oberen Stockwerk und es ist jetzt halt so, dass ich natürlich zwei Parts voraus schon gespielt hatte und deswegen natürlich weiß, was es zu tun gilt und was wir machen sollen und wo es hingeht. Aber ich klapper mit euch einfach alles so ab wie bisher und hoffe, dass ich jetzt auf einem Stand bin. Und ich bin froh, dass ich den Speicherstand nicht überschrieben hatte, wo wir zuletzt waren. Also ich gehe jetzt einfach mal hier nach links, weil ich meine, dass wir da damals noch nicht waren. Und ja, gehe einfach hier von Tür zu Tür jetzt. Hat er irgendwie keine Waffe ausgerüstet oder so? Das ist auch nicht so toll. So, wir haben hier irgendwie ein Regal. Und eine Chemikalie, die nehmen wir mal mit. Sonst scheint hier aber nicht viel zu sein, dann gehen wir wieder raus. Oh, da kommt was, das vorher nicht da war. Das ist ja toll. Ja, so ist das. Kaum hat man was Wichtiges eingesammelt. Kommen die Monsterviecher auch schon wieder. So, zweite Tür. Oh, wo sind wir hier? Ach so. Wir sind hier in einem Raum. Ich gehe mal erstmal hier so lang und so. Ja, ich werde sowieso alles abklappern, weil ich mich nicht erinnern kann, wo ich jetzt Pistolenmunition und Pipapo überhaupt eingesammelt habe und wo nicht. Hier scheint nicht mehr viel zu sein. Das da vorne ist... Okay, ist nur ein Bild. Okay, was haben wir denn hier? Das sieht nämlich sehr interessant aus. Guckst du dir das mal bitte an? Skulptur der Hand eines alten Mannes. Mit fest geballter Faust, als ob er niemals loslassen wollte. Ja, hier gibt es jetzt eine sehr einfache Lösung. Wir haben ja gerade eine Chemikalie eingesammelt und die benutzen wir hier einfach mal. Oder auch eben nicht. Warum geht das jetzt nicht? Ist hier nicht verwendbar. Ein Blödsinn. Natürlich ist die hier verwendbar. Achso, ich muss direkt davor stehen, glaube ich. So. So. Ja. Ja, so, jetzt haben wir das Zeug darauf geschüttet und bekommen ein Goldmedaillon. Ich komme da noch gleich darauf zurück, was es damit auf sich hat. Wir laufen mal erstmal weiter. Oh. Oh, oh, nein, 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 lass mich los, lass mich los. Raufhauen, nochmal draufhauen, nochmal draufhauen, nochmal draufhauen. Und erledigt, Gott sei Dank. Wie geht's mir denn? Ah, ich bin orange. Hallo? Hallo? Monster? Da ist noch einer. Oh oh. Okay. Am meisten ärgert mich halt auch, dass die Datei defekt ist, weil es halt so gut lief. Und ich hoffe, dass es diesmal auch so gut lief wie das letzte Mal. Aber naja, das weiß man ja vorher nicht so. Ich glaube, jetzt war ich hier schon drinne. Genau, da war die, diese Statuen-Dingens-Bummens. Gut, dann gehen wir nochmal hier rein. Da ist aber abgeschlossen. Da ist offen. Da kommen schon die nächsten Viecher, nehme ich mal an. So, ich mach mal hier... Ich bin orange. Ich könnte auch schnell drauf gehen. Ja, komm her.
Ich will dich gar nicht so nah an mich rankommen lassen. Ja. Da ist aber noch einer. Oder was? Oh, jetzt habe ich mich erschrocken. Da sind so eine schwarzen, schattigen Dinger, aber hier ist noch einer. Okay. Nicht nur ein Quietschi. Auch ein Böser ist dabei. Quietschis, die... Ja, kannst du mal bitte unten bleiben? Hartnäckiges Vieh, ey. Okay. Nein, 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 das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Draufhauen. Nein, scheiße, scheiße, okay, ich hab... Nein. Ich hab ein bisschen Angst jetzt. Moment, ich nehme mal schnell Verbandskasten. Ja, dann wäre ich nämlich jetzt tot. Boah, das gibt's nicht, ne? Die sind so hartnäckig zum Teil auch. Und jetzt noch schnell auf den anderen drauf. Sonst steht er nämlich wieder auf. So, wir sind hier wieder in einem Klassenraum. Oh, echt, das ist so ein Stress. Ihr könnt euch vorstellen, wie ärgerlich das dann ist, wenn man das richtig gut geschafft hat. Aber hier ist Pistolenmunition wenigstens als Belohnung. Dann kann ich ja vielleicht demnächst mal wieder die Pistole benutzen. Ich wollte halt ein bisschen Munition sparen. Wie ärgerlich das dann immer ist, wenn man dann alles toll geschafft hat und denkt, ja toll, jetzt kann ich den ganzen Mist nochmal machen. Der zweite Klassenraum ist merkwürdigerweise immer mal ohne Monster. Aber wenigstens war da halt Munition. Und dafür aber halt auch zwei Viecher. So. Hier war wohl dann nichts mehr. Okay, ich war hinter mir noch nicht in der Bibliothek, wie es scheint. Ich versuch's mal. Oh oh. Hallo. Ich nehme mal schnell den Verbandskasten. Jawohl. Ich glaube aber, dass hier nichts ist, oder? Nee, hier sind nur diese komischen Quietschviecher, die irgendwie hier rumlaufen. Kein besonderes Buch hier, weil ich hier mit dem Licht hinstrahle. Und deswegen sind die da. Naja. Gott sei Dank tun die mir nichts. Und ich hatte in einer anderen Aufnahme schon gesagt, die erinnern mich immer so ein bisschen an eher so die Studio Ghibli-Filme und so. Naja. Also nicht so schlimm. Ich glaube... Konnte ich hier nicht aber auch noch so um die Ecke irgendwie gehen? Ich überlege gerade. Gab es hier nicht noch eine andere Tür? Ja. Da ist aber... Ja, da ist ein Böser. Komm her. Komm her. Ja, das war ein Böser. Keine Notwendigkeit, irgendeines dieser Bücher zu lesen. Okay. Gut. Dann ist hier, glaube ich, nichts mehr, oder wie, oder was, oder wo? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall ist das halt so ein Nebenraum und kann man ja auch mal gesehen haben. Steht hier irgendwas? Ich lese hier auch immer irgendwie gerne diese Hinweise und so. Und, ja... Hier ist aber irgendwie nichts. Schade. Schade auch, dass hier keine Belohnung oder so ist. Aber man kann nicht alles haben. So, dann raus mit dir. Gut. Wo waren wir denn noch nicht? Ich bin auch noch nicht... doch, war ich. Ich war sogar auch schon links. Ich war da hinten. Dann könnte ich jetzt auf jeden Fall die Tür da hinten aufschließen. Weil wir sind jetzt auf der anderen Seite und dann vergesse ich auch manchmal, dass ich die Tür jetzt aufmachen kann. Die meinte ich gar nicht, glaube ich. Nee, doch, die meinte ich sogar, ausnahmsweise mal. Und dann könnten wir auch noch ein Stockwerk höher gehen, eigentlich. Machen wir das doch mal.
Gehen wir doch einfach mal ein Stockwerk höher. Huch. So. Ja, ich eile hier entlang. So, hier war ich definitiv auch noch nicht. Und hier sind wir ganz oben, aber das Schloss klemmt, die Tür kann nicht geöffnet werden. Das bringt uns also nichts. Also geht es wieder runter. Ja, ich überlege gerade, wie ich jetzt am besten vorgehe. Da wir hier jetzt überall schon waren, genau. Ja, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich muss nämlich runtergehen. Quatsch, ich war ja richtig dann, ne? Ich muss zur Treppe. Ja, ich werde immer mal wieder die Orientierung kurzweilig verlieren, weil ich dann irgendeinen Gedanken nachhänge und dann, ja. So, wir gehen runter. Und dann habe ich mich auch voll erschrocken. Werdet ihr gleich sehen, weil ich vergessen habe, dass es ja auch noch weiter runter geht. Da ist nichts drin. Hier geht es aber auch dann nicht lang. Das war nicht hier. Wo war denn das? Wo bin ich denn? Hier geht es nämlich nur hoch. Dafür muss ich nämlich wieder auf die andere Seite gehen. So, wieder den Flur entlang. Oh, jetzt ist abgeschlossen, aber du warst doch schon auf der anderen Seite, du Nase. Warum geht denn das jetzt nicht? Ach, da waren wir doch noch gar nicht. Ach, da waren wir noch gar nicht. Ach, so ist das. Dann muss ich ja, hinten hoch und auf der anderen Seite runter, damit ich überhaupt hier hinkomme. Okay, das lief das letzte Mal natürlich automatisch, weil ich da besser die Wege direkt so gegangen bin, wie man sie auch wahrscheinlich gehen soll. So. Herrliche Kameraperspektiven. Wo bin ich jetzt? Achso, jetzt bin ich zu weit gelaufen. Moment, Moment, Moment. Hier durch die breite Tür, die kommt. Da muss ich rein. Breite Tür, hallo. Breite Tür, wo bist du? Hä? Kann gar nicht sein. Hä? Wieso bin ich denn jetzt wieder da? Ich bin verwirrt. Aber da hinten kann ich ja auch durch. Von daher spielt's ja doch keine Rolle. Ja, dann, ja, dann, ja. Ja, dann eben doch so. Mhm. So. Bin ich jetzt endlich richtig? Ja, jetzt laufe ich nach rechts runter, damit ich hier in dem richtigen Gang bin. Damit ich hier runtergehen kann, denn hier waren wir noch nicht unten. Zack, Ton weg. Puh, okay. Wir sind jetzt hier auf der anderen Seite von dem Gang. Von unten, wo wir noch nicht waren. Als allererstes mache ich hier mal auf. Jetzt ist da nicht mehr abgeschlossen. Kommt da ein Monster? Ich glaube, da kommt ein Monster. Ja, da kommt ein Monster. Komm her. Und noch ein Monster. Okay. Mach das mal platt. Das geht ja noch. Wenn die so nacheinander kommen, dann geht das sogar noch. Dann bin ich sogar relativ stolz auf mich, das alles hier mit dem Rohr hingekriegt zu haben und ohne Pistole. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, dich habe ich auch erledigt. So, gehen wir mal hier rein. Wieder ein Klassenraum. Wir sind immer noch auf der Suche nach Cheryl, haben aber bisher auch noch kein Lebenszeichen irgendwie gefunden. Das ist sehr, sehr doof, dass wir irgendwie noch nichts finden von ihr. Na, kommt ihr alle?
So, ich warte mal, jetzt nehme ich mal eben die Pistole. Das ist mir hier zu unsicher immer. Kommt ihr mal? Hallo? Ach, das sind die Quietschis. Ach, das sind die Quietschis. Okay. Ja, gut. Vertreiben wir die mal mit unserem Licht hier. Ja, das ist so komisch. Ich weiß gar nicht, was die hier immer machen. Aber da die Alarmglocke immer anschlägt, habe ich halt natürlich trotzdem Schiss. Aber wir haben hier auch noch Pistolenmunition. Das ist ja schön. So, jetzt muss ich mal schauen, wo waren wir denn überhaupt schon? Wir waren auch noch nicht rechts in dieser Halle. Das Schloss klemmt. Ist das, was ist das hier? Ist das der Durchgang wieder? Ja, aber den kann man auch aufschließen. So, der ist nämlich jetzt nicht mehr abgeschlossen. Das darf ich immer nicht vergessen. War ich da schon drin jetzt? Sind das die Klassenräume, wo ich gerade war? Ja, dann brauche ich da ja nicht nochmal lang gehen. Dann geht es jetzt hier ein weiteres Mal. Huch. Nicht hoch, sondern erschreckenderweise sogar noch ein tiefer. Und dann sind wir hier in so einem merkwürdigen Kellerflur. Und ich dachte damals, scheiße, ein Keller. Ich will keinen Keller. Keller sind schrecklich. Hier klemmt das Schloss, wogegen ich überhaupt nichts habe. Türen, die zu sind, sind mir erfreulich. Die ist aber offen. So, und jetzt sind wir hier in so einem Maschinenraum oder so. Es scheint kaputt zu sein. Und hier ist ein Schalter, den wir betätigen können. Wollen wir das machen? Ja, wir wollen. Nichts scheint zu passieren. Das denkst du? Denn da passiert auf jeden Fall was. Hier sind so Ventile, die fest zugedreht sind, es lässt sich nicht drehen. Ich weiß nicht, wozu es dient, besser nicht anrühren. Machen wir das auch nicht, dann ist das so. Hier gibt es jetzt nichts mehr zu tun, also gehen wir wieder hoch. Haben aber auf jeden Fall das, wenn TR diesen Schalter benutzt, genau. Und jetzt schlage ich vor, mal was anzugucken, was ich vergessen habe. Dafür gehen wir mal hier raus. Diesen Gang, den wir schon kennen. Bin ich jetzt auf der richtigen Seite? Ich bin nämlich nicht ganz raus. Genau, ich bin hier. Gott sei Dank hatte ich hier die Monster schon erledigt. Und dann haben wir diesen Turm uns noch gar nicht angeschaut gehabt. Die Turmtür ist abgeschlossen. Die Zeiger sind auf 10 Uhr stehen geblieben. So, jetzt haben wir hier eine goldene Sonne. Und wir haben ja gerade eben diese Medaille eingesammelt und die können wir hier halt einsetzen. So. Schauen wir nochmal nach, ob sich da was verändert hat irgendwie. Die Zeiger sind auf 12 Uhr stehen geblieben. Also da ändert sich was und wir haben hier rechts noch was. Und zwar ein silberner Mond. Ja, uns fehlt also noch eine Scheibe und die müssen wir natürlich einsammeln. Hier im Hof liegt nichts, nur dass ihr es wisst. Ich habe es in der letzten Version extra abgeklappert, um zu gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt, aber ist nicht. Ja. Dann werde ich jetzt mich mal hier geschwind umdrehen und Moment, das war nicht da, sondern auf der rechten Seite. Huch. Hier in dem Raum nochmal eben abspeichern, weil wenn ich schon mal hier bin, dann, ja, mache ich das. So. Speichern. Ich nehme jetzt einfach mal hier Dockhaus. Da habe ich auf jeden Fall noch nicht überspeichert. Jetzt gehen wir raus. Und die Frage war halt jetzt, wo krieg ich den Mond her? Da hatte ich eine Weile überlegt, wie das überhaupt geht. Dafür gehen wir aber wieder nach oben. Und
wir hatten ja das Problem, dass wir an das Piano gar nicht konnten, weil das irgendwie verschlossen war. Wir waren ja jetzt aber im Keller und haben diesen Schalter betätigt. Und dann müsste es eigentlich so sein, dass das Klavier eventuell jetzt halt funktionstüchtig ist. Wir sind im zweiten Stock, gehe ich mal davon aus, genau. Ich laufe mal gerade aus hier. Muss dann noch in den Gang nebenan wieder. Damit wir da ran können, bin ich jetzt hier richtig. So. Ja, ich bin hier richtig. So, und jetzt hier in den Pianoraum. Und da müsste sich was getan haben. Auf einigen der Tasten ist Blut. Bedeutet das etwas? Soll das Klavier überprüft werden? Ja. Und von daher können wir das jetzt hier benutzen. Und ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle hier einfach mal einen Cut und erkläre dann im nächsten Part, ja, wie man dieses Rätsel löst. Und da ich das ja gelöst hatte, wird das jetzt auch nicht mehr so lange dauern und wir kommen höchstwahrscheinlich wesentlich schneller voran als ursprünglich. Aber was soll's. Danach ist es für mich dann schon wieder so halb blind wieder, weil ich erinnere mich, wie gesagt, nicht mehr so gut daran. Nur weil ich halt das jetzt gerade erst gespielt hatte. Und dann werde ich wieder da stehen und Angst haben und keinen Plan haben und überhaupt. Aber wir sehen uns jetzt im nächsten Part und ich freue mich, dass wir so weit gekommen sind schon. Und ja, mal schauen, was dieses Rätsel dann so preisgibt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.